Wie viele Straßen muss ein Mensch runterlaufen? Er hat es wirklich verdient. Der langjährige Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, Joachim Kümmritz, bekommt Blumen von seiner treuen Truppe. Das 65-jährige Jubiläum des Generalintendanten wird direkt am Pfaffenteich gefeiert. Nicht als eine Privatparty, sondern symbolisch als die Schweriner Kulturwoche. Zum ersten Mal präsentiert das Theater gemeinsam mit der Stadtmarketinggesellschaft und den Stadtwerken eine Bühne mitten in Schwerin. Das Motto lautet Dialog, Kultur und Wirtschaft. Diesen Dialog führen Stadt, Theater und Land seit vielen Jahren. Mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Doch bei der Kulturwoche soll alles anders sein als gewohnt. Natürlich wissen wir, dass die Wirtschaft diese Kulturwoche unterstützt. Dass also Wirtschaftsunternehmen bereit sind, auch Vereine und Verbände zu unterstützen. Insofern fließt natürlich doch eine Unterstützung. Aber sie war nicht die Ausgangsbedingung für diese Kulturwoche, sondern sie war ein Nebeneffekt, und zwar ein sehr schöner. Wenn es um den Kulturerhalt geht, macht die Stadt mobil. Trotz einer akuten Finanzkrise wurde die Kunst- und Musikschule Ataraxia erhalten. Eine Leistung, die zu Recht als historisch bezeichnet werden könnte. Eine große Freude ist es natürlich auch für den passionierten Musiker und Dozenten Reinhard Lippert. Seit dem Gründungsjahr 1991 unterrichtet er an der Ataraxia. Seine außergewöhnliche Improvisationskunst hat dort viele Anhänger. Also wie ich es mache, das weiß ich zum einen, und zum anderen weiß ich es auch nicht, weil ich eine Planung habe, auch eine innere Planung, die davon abhängt, was ich bisher in meinem Leben musikalisch gemacht habe. Und dann lasse ich mich aber auch aufs Risiko ein, dass ich nicht ganz genau weiß, was ich tue. Also mich von dem, was ich höre, beeinflussen lasse und nicht nur den Kopf einschalte, sondern eben auch den berühmten Bauch und ich da, was man Intuition nennt. Private Bildungsträger wie zum Beispiel die Ecolea Internationale Schule machen bei der Kulturwoche begeistert mit. Noch vor kurzem gingen diese Kids auf die Straße, um ihren Protest gegen die jetzige Fassung des Schulgesetzes kundzutun. Wirtschaft und Kultur im Dialog, auch hier ein top aktuelles Thema. Dieses wird bei der Ecolea im Rahmen des International Day behandelt. Fremde Länder und Kulturen werden live erlebt, auch im Dialog. Wir entwickeln die Internationalität oder das Bewusstsein dafür von innen heraus. Und wir tun das über das Zelebrieren von kulturellen Verschiedenheiten und über den stetigen Austausch mit Partnerschulen in Europa und über das Einladen von ausländischen Schülern zu uns hier an die Schule. Und ich glaube, dass man dadurch öfter Gelegenheit hat, über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und das Ganze auch zu genießen. Wenn es um den Kulturerhalt geht, gehen Schweriner auf die Straße. Nicht nur zum Demonstrieren, auch zum gemeinsamen Singen. Direkte Bürgerbeteiligung an der Kultur ist das höchste Gut der Kulturwoche. Die Aktion Schwerin singt passt bestens ins Konzept. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Opernchors und der Schweriner Singakademie wird das 200. Jubiläum des bürgerlichen Chorgesangs in der Landeshauptstadt gefeiert. Eine spannende Herausforderung für den Chordirektor Ulrich Bartel. Es ist die Frage, ob der Funke überspringt, aber bisher war es immer so, dass doch ziemlich von Anfang an klar war, okay, ich bin extra hierher gekommen, um zu singen, und da ist das gar kein Problem mehr, dass die Leute einfach mitmachen. Es ist natürlich immer das Wetter, was bisher uns wirklich hold gesonnen war. Bei allen vier Veranstaltungen hat die Sonne geschienen und das hoffen wir, dass es auch weiter so bleibt. Wir werden beim Altstadtfest auch wieder das machen am 13. September. Das ist dann die nächste große Aktion vor dem Oktobertermin. Bürger, Kultur und Wirtschaft, nicht nur im Dialog, sondern im engagierten gemeinsamen Handeln. Ein gutes Beispiel, wie es auch künftig funktionieren kann. In Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht sogar in ganz Deutschland.